etwas auf grün angelaufen. Da oben auf dem Schloss halten sie über ihren Häuptern die Krone Preußens. Da wollten eigentlich die Architekten zum Ausdruck bringen, wer in Preußen den Staat trägt. Das sind nämlich die drei Grazien. Tugend, Anmut und Keuschheit halten da die Krone über ihren Häuptern, das Symbol des Staates. Ich stand ja mit Frauen so ein bisschen auf die Linksfuß, das schon wissen, dachte darüber etwas anders. Er meinte mal, dass da oben wäre nicht die drei Grazien, das wären so die drei Kriegsgegner. Maria Therese in Österreich, die russische Zarin Elisabeth und Madame Pompadour in Frankreich, die Mätresse des französischen Königs. Die drei hätten nämlich nach dem verlorenen Krieg gegen Friedrich nur noch das Hemd auf dem Hintern und die Ehre, seine Krone zu tragen. Das hat Friedrich das mal formuliert. Charmanter Kerl. Die drei hat er wirklich sehr gemocht. In einem Brief an Voltaire, die auch mal als die drei verdammtesten Unterröcker Europas bezeichnet. Charmant, charmant. Ja, jetzt gibt es noch eine Menge mehr, was man sich jetzt im Schlosspark anschauen könnte. Hinter dem neuen Palais gleich steht der Freundschafts-